von Text 21. Der Kommunismus nach dem 11. September. Joachim Bruhn und Horst Pankow über die Notwendigkeit der Emanzipation. Eine Sendung von Café Kritik. Vom 29. bis 31. März fand in Freiburg der Kongress Antideutsche Wertarbeit, der Wert, das Kapital, die Kritik statt. Organisiert wurde dieser Kongress von der ISF, der Initiative Sozialistisches Forum, einem Arbeits- und Aktionskreis unabhängiger Linkskommunisten, der sich an der kritischen Theorie orientiert und ein kategorisches Programm revolutionärer Abschaffungen vertritt. Das Abschlusspodium des Kongresses fand statt unter dem Titel Begriff des Kommunismus, Notwendigkeiten der staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft nach dem 11. September. Dazu sprachen Joachim Bruhn von der ISF und Horst Pankow von der Berliner Zeitschrift Bahamas. Joachim Bruhn fordert eine Rückbesinnung auf den revolutionären Impuls des proletarischen Frühkommunismus und beschreibt, wie aus dem Marxismus eine mal akademische, mal politizistische Legitimationsideologie geworden ist. Er illustriert diese Entwicklung anhand des Opportunismus der stalinistischen Führung in der Sowjetunion in den 30er und 40er Jahren und zieht davon ausgehend Parallelen zur aktuellen Diskussion linker deutscher Intellektueller über Krieg und Frieden, über Vernunft und Barbarei. Wenn man nicht weiß, womit anfangen, fängt man eben mit Lenin an und mit Lenins einzig lesenswerten, also heute noch lesenswerten Aufsatz mit dem Titel Die drei Quellen des Marxismus. Lenin bestimmt in diesem Aufsatz von 1906 die drei Quellen des Marxismus, eben wie bekannt als das Erbe aus der hegelischen Rechtsphilosophie, die Kritik der englischen und französischen Nationalökonomie und als drittes den französischen, aber auch dann auch britischen revolutionären frühen Urkommunismus. Jetzt ist es, ohne in eine große Diskussion einzusteigen, wie die Intellektuellen nach 68 den Marxismus, kaum dass sie ihn entdeckt haben, schon wieder ruiniert haben, bestimmt ein ganz zentraler Grund, dass in all den intellektuellen Diskussionen über Marx und den Marxismus immer nur von zwei Quellen des Marxismus die Rede gewesen ist, nämlich von der deutschen idealistischen Philosophie und von der englischen bürgerlichen Nationalökonomie. Man hat sozusagen den ganzen Ur- und Frühkommunismus einfach aus der Konstitution des revolutionären Materialismus verdrängt. Man hat es getan, um aus dem Marxismus von Anfang an eine Ideologie der Intellektuellen zu machen, eine Theorie der Politik der Intellektuellen. Warum wurde diese dritte Quelle, der revolutionäre Urkommunismus und Frühkommunismus, verdrängt und durchgestrichen? Er wurde deswegen verdrängt und durchgestrichen, weil dieser Frühkommunismus ausgeht von einer Evidenz revolutionärer Vernunft. Der Satz, worin sich nach Marx der Kommunismus begrifflich und praktisch zusammenfasst, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, ein Satz, der ein System der freien Synthesis ohne Zwang möglich macht, dieser Satz ist nicht entstanden aus einer kritischen Rezeption der deutsch-idealistischen Philosophie, und er ist auch nicht entstanden aus einer Kritik der bürgerlichen Nationalökonomie englischer oder französischer Prägung. Er ist entstanden aus dem proletarischen Naturrecht der Handwerker, der reisenden Schneider. Der reisenden Schneider, wie der Wilhelm Weitling einer war, der 1842 sein Buch schreibt, Garantien der Harmonie und Freiheit, wo die Evidenz des revolutionären Naturrechts, die Evidenz dessen, dass alle Menschen gleich sind, aber in dieser Gleichheit erst das Recht der vollen Verschiedenheit haben, formuliert wird. Es sind diese revolutionären urkommunistischen Handwerker, die den intellektuellen Marx damit beauftragen, das kommunistische Manifest zu schreiben und die ihm diesen Auftrag zu entziehen drohen in dem Augenblick, wo Marx, wir haben ja gehört, er war ein versoffener Nachtarbeiter, wo Marx mit diesem Auftrag
nicht rechtzeitig zurande kam. Wenn man jetzt mal als ein Kriterium nimmt der Marx-Rezeption nach 68, was aus diesen revolutionären Frühkommunisten geworden ist, dann wird man feststellen, dass in 95% der deutschen intellektuellen Literatur aus nach den SCS-Zeiten diese dritte Quelle des revolutionären Materialismus nicht vorkommt, durchgestrichen ist und dass diese Literatur von Elmar Altvater angefangen samt und sonders auf den Müll der deutschen Ideologie gehört. Der Zusammenhang dieser These oder dieser kurzen Ausführung, die man auch weiter nachher in der Diskussion begründen könnte, mit dem Thema des 11. September liegt sozusagen auf der Hand. Denn wenn die Evidenz des proletarischen Naturrechts, wenn die Evidenz der kommunistischen Maxime, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, die erst einen kategorischen Imperativ begründet, wonach alle Verhältnisse umzuwerfen sind, die und so weiter. Wenn man das streicht, dann macht man aus dem Marxismus eine Theorie der Intellektuellen und eine Ideologie der Politiker. Diese Intellektuellen und diese Politiker waren es, die die verschiedenen Versuche einer internationalen Bewegung des Proletariats sowohl in einem ins Leben gerufen haben, wie zum anderen sabotiert und zerstört haben. Die Internationalen sind allesamt Opfer geworden einer politisierenden Klasse von Intellektuellen, die sich als Gegenelite zur herrschenden Macht aufgespielt und dargestellt hat. Ich will jetzt nicht die Geschichte des 4. August 1914 beschreiben und ich will auch nicht den Verrat beschreiben, den die deutsche Sozialdemokratie am Gedanken des internationalen Klassenkampfes begangen hat. Schon damals allerdings ging es auf eine merkwürdig verschobene Weise um genau das Thema, das wir nach dem 11. September zu diskutieren haben. Die deutsche Sozialdemokratie begründete ihre Kriegsbereitschaft und begründete ihre Vaterlandsverteidigung und begründete ihren Burgfrieden damit, dass die Zivilisation des deutschen Kaiserreiches gegen die aus Russland herbeirückenden asiatisch-barbarischen Horden zu verteidigen sei. Man führe nichts anderes mit dem Ersten Weltkrieg als einen Verteidigungskrieg gegen die asiatische Despotie. Ich erzähle das nur, das zu kritisieren ist überflüssig, weil jede Lüge an sich substanzlos ist. Aber dieses Thema von Verteidigung der Zivilisation gegen die Barbarei kehrt eben in allen linken und kommunistischen Kriegsdiskursen wieder und kehrt dann vor allen Dingen, ich will mich für das Wort Diskurs entschuldigen, das Wort Diskurs gehört eigentlich nicht zu meinem Wortschatz. Ich hab mir das angelesen, ich weiß nicht mehr wo. Also gehört zu den linken Kriegsideologien. Und es kehrt natürlich dann mit ungeheurer Macht wieder am Vorabend und mitten in den ersten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Und dieser Zweite Weltkrieg, das möchte ich nun mit ein, zwei Zitaten aus der Zeit kurz belegen, zeigt, dass eine kommunistische Bewegung, die auf die Evidenz der sittlichen Vernunft pfeift, die ein Opfer und eine Beute ist von politischen Manövern, von Opportunisten, von Pragmatismus, dass diese politische Bewegung unfähig ist, die Kriegsfrage anders darzustellen und anders zu diskutieren, als es die überwiegende Mehrheit nicht nur der deutschen Öffentlichkeit, sondern auch ihrer scheinbaren Opposition am 11. September getan hat. Die Geschichte, die ich kurz erzählen möchte, ist die Geschichte zwischen 1939 und 1941. Die Geschichte beginnt 1939 mit dem Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes und sie endet 1941 mit dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion. Der äußere Rahmen der kleinen Geschichte, die ich erzählen möchte, spielt eben zwischen dem Hitler-Stalin-Pakt 1939, am 1. August glaube ich, und dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion. Und sie beginnt damit, dass Ribbentrop, der Nazi-Außenminister, nach Moskau fährt zur Unterzeichnung dieses Vertrages und dort also mit dem Genossen, Volksgenossen Molotow einen längeren Toast austauscht. Und
Es werden Reden gehalten und einige dieser Reden von Molotow werden dann von der deutschen Luftwaffe in französischer Übersetzung über den Linien der französischen Armee in Elsass-Lothringen in den Vogesen abgeworfen, um die Kampfmoral der französischen Soldaten, um ihren Verteidigungswillen, um ihre Bereitschaft, der Nazi-Armee zu widerstehen, zu unterwandern. Das nennt man dann revolutionären Defaitismus. Und ich möchte aus einer dieser Flugzettel, die sehr zahlreich sind, die Nazis haben das tatsächlich über ein Jahr lang systematisch gemacht, möchte ich vielleicht mal eine Passage vorlesen. Und vielleicht wird euch das eine oder andere, was hier gesagt wird, bekannt vorkommen aus Publikationen, sei es der IG Metall, oder von Wildcat. Das ist ja auch egal im Einzelnen. Es heißt hier zum Beispiel in einem von diesen Flugblättern aus der Rede Molotows: Wenn man von den europäischen Großmächten spricht, so befindet sich Deutschland heute in der Lage eines Staates, der die schnellste Beendigung des Krieges und den Frieden anstrebt. England und Frankreich aber, die gestern noch gegen die Aggression stritten, sind für die Fortsetzung des Krieges und gegen den Abschluss eines Friedens. In der letzten Zeit bemühen sich die regierenden Kreise Englands und Frankreichs, sich als Kämpfer für die demokratischen Rechte der Völker gegen den Hitlerismus auszugeben. Wobei die englische Regierung erklärt hat, das Ziel des Krieges gegen Deutschland bestehe angeblich nicht mehr und nicht weniger als in der Vernichtung des Hitlerismus. Es ergibt sich also, dass die englischen und mit ihnen auch die französischen Kriegsanhänger gegen Deutschland so etwas wie einen ideologischen Krieg erklärt haben, der an alte Religionskriege erinnert. Jedenfalls ist unter ideologischer Flagge gegenwärtig ein Krieg von noch größerem Ausmaß und noch größerer Gefährlichkeit für die Völker Europas und der ganzen Welt angezettelt. Für einen derartigen Krieg aber kann in keiner Weise eine Rechtfertigung gefunden werden. Man kann die Ideologie des Hitlerismus, wie auch jedes andere ideologische System, anerkennen oder ablehnen, das ist eine Sache der politischen Anschauung. Doch wird jedermann begreifen, dass man eine Ideologie nicht mit Gewalt vernichten, dass man ihr nicht durch den Krieg ein Ende bereiten kann. Daher ist es nicht nur sinnlos, sondern auch verbrecherisch, einen Krieg wie den Krieg für die Vernichtung des Hitlerismus zu führen, der drapiert wird mit der falschen Flagge eines Kampfes für die Demokratie. Man könnte jetzt noch endlos weiter vorlesen. Es wird auch immer schlimmer, dass eben der imperialistische Charakter dieses Krieges klar vor Augen steht und dass also die Verteidigung der bürgerlichen Demokratie gegen den Nazifaschismus sowieso sinnlos sei. In dieser Diskussion wird nebenbei auch von Molotow behauptet, dass Deutschland als eine proletarische Nation, die zu spät gekommen ist, sich zu Recht gegen das plutokratische Weltsystem des British Empire auflehnt. Das sind alles genau die Diskussionen, die, wenn auch bei anderen Anlässen, in der Gegenwart weitergeführt werden. Zwei Jahre später, nach dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion, ändert natürlich der Krieg plötzlich seinen Charakter. Und er wird ein antifaschistischer Bündniskrieg, den die Sowjetunion gemeinsam mit den bürgerlichen Demokratien gegen den Hitlerfaschismus führt. Und zwei Jahre nach Beginn dieses Krieges erklären die Stalinisten in Moskau die Kommunistische Internationale für aufgelöst. Das ist der Zusammenhang zwischen Verlust jedes Kriteriums für die unmittelbare Evidenz des kategorischen Imperativs einerseits, für die Transformation eines revolutionären Materialismus in eine Ideologie der Intellektuellen und in eine Ermächtigung für Politiker, die als Politiker an der Spitze einer kommunistischen Weltbewegung den Charakter von Kriegen definieren, gerade so, wie es ihnen passt, und damit auch die Differenz von Kultur und Barbarei, von bürgerlicher Gesellschaft und negative Aufhebung dieser Gesellschaft durchstreichen. Also auf die Frage, und dann komme ich zum Schluss, auf die Frage, was hat sich mit dem 11. September geändert und was nicht. Es hat sich eigentlich nichts geändert, was nicht seit der Zerstörung der ersten Internationale durch die Politiker der Fall gewesen wäre. Es hat sich
nichts geändert, außer vielleicht der immer größer werdenden Bereitschaft, sich um die Einsicht in die Gebote des kategorischen Imperativs und damit um das Mitleiden mit den Opfern zu betrügen. Und wenn wir diesen Zeitkern der Wahrheit uns im Kommunismus annähern wollen, dann heißt das auch, einen historischen Rückgriff zu machen auf diese dritte Quelle des revolutionären Materialismus und aus diesem historischen Rückgriff den Nerv der Kritik als eben, wie schon verschiedentlich und hoffentlich nicht so oft gesagt, als den kategorischen Imperativ uns zurückzuerobern. Ausgehend von einer Auseinandersetzung mit Ernst Bloch, dem Verfasser des Werkes Prinzip Hoffnung, kritisiert Brun gängige linke Vorstellungen über Kritik, Politik und die Möglichkeit der Revolutionierung der Gesellschaft. Ich finde den Fall Ernst Bloch außerordentlich gut ausgewählt. Nicht nur zur Illustration und Vertiefung dessen, was mit der Politisierung des Kommunismus, seine Ausarbeitung als kommunistische Politik, die sich eben jeweiligen Wetterlagen einfach anpasst, dessen Opfer natürlich immer dann diejenigen sind, die zu den Schwächsten gehören, das ist klar, sondern auch deswegen, weil wir ja mit Ernst Bloch einen der wenigen Versuche vor uns haben, den Kommunismus und Marxismus auf der Höhe der Zeit zu reformulieren. Denn wenn wir einmal überlegen, in welcher Zeit Ernst Bloch das Denken und Schreiben anfängt, dann ist es eben in der Zeit, wo versucht werden muss, die Erfahrung des Verrates der SPD am Pazifismus und des Untergangs der deutschen Novemberrevolution theoretisch in den Griff zu kriegen. Es musste in den Griff bekommen werden, wie es möglich war, dass die absolute Mehrheit deutscher Arbeiterklasse es außerordentlich gut fand, dass ihr Funktionär Gustav Noske Luxemburg ermorden ließ. Das war ja nicht nur ein politisches Problem oder ein moralisches Problem, das war ja auch ein theoretisches Problem, zumindest für denjenigen, der irgendwie auf der Einheit, Kohärenz und inneren Stimmigkeit von Materialismus pocht. Und nun ist es eben so, dass in der klassischen Begründung dessen, warum Arbeiter durch ihre Arbeitskraft als revolutionäres Subjekt gesetzt sind, immer gesagt worden ist, dass diese Arbeitskraft ein im einzelnen empirischen Arbeiter schlummerndes
revolutionäres Potenzial ist, die Fähigkeit der materiellen Aneignung der Welt vermittelt über die materielle Produktion dieser Welt. Wodurch also an sich nichts anderes historisch vorgesehen war, als eine Entfaltung der Arbeit auf das intellektuelle Niveau ihrer selbst. Also ein Klassenbewusstsein, innerhalb dessen das, was Arbeitskraft an sich ist, materieller Schöpfer der Welt, auch politisch, intellektuell als Klassenbewusstsein repräsentiert wird. Um diese Vermittlung ging es und diese Vermittlung erst stiftete die Systematizität und die Einheit des Materialismus als einer, wie immer, historisch-kritischen Anschauung. Damit war es ja eigentlich 1918-19 schon zu Ende. Brun referiert Blochs Kritik an Georg Lukács, dem Autor von Geschichte und Klassenbewusstsein, und kritisiert zugleich an Bloch und von ihm ausgehend einige jener Blödheiten, die sich auch heute noch in der Linken finden. Der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital ist ein rein gleichzeitiger, ein auf derselben historisch-logischen Ebene befindlicher und aus dieser Gleichzeitigkeit wird nimmermehr ein transzendierendes Potenzial erwachsen. Das transzendierende Potenzial kann nur erwachsen aus dem, was gesellschaftlich ungleichzeitig ist, was als zurückgeblieben scheint, daher auch der Begriff von Heimat, und es bedarf einer Art Injektion utopischer Potenziale in die Gleichzeitigkeit des Klassenkampfs von Lohnarbeit und Kapital. Und dann fängt er an, den Gedanken des Dritten Reiches gegen die Nazis ausspielen zu wollen. Dann denkt er, er könne es schaffen, mit der Formulierung des Dritten Reiches, die ursprünglich von den millenarischen und chiliastischen Bewegungen des frühen Mittelalters kommt, mit der Formulierung von Joachim di Fiore, er könne es schaffen, die ursprüngliche Intention des Dritten Reiches als einer urkommunistischen Gemeinde auszuspielen gegen den aktuellen Gebrauch des Dritten Reiches und dessen Erfindung durch den Nazifaschismus. Und damit muss er scheitern. Damit muss er scheitern, weil er in seiner richtigen Kritik an Dogmatismus von Lukács zugleich dessen strikten Ideologiebegriff nicht mitgenommen hatte, sondern Ideologie aufgelöst hatte in reine Meinung oder in den sogenannten Kampf um die Besetzung der Begriffe. Und der Kampf um die Besetzung der Begriffe, das ist ja auch unter uns Linken ein gern geübter Sport, dass man sagt, ja, wenn du sagst, Antiimperialismus ist scheiße, dann meine ich aber was anderes. Das ist ein Sport, den auch Jürgen Elsässer mittlerweile ganz gut betreibt, wenn er schreibt, im letzten konkret, der Antiamerikanismus zum Beispiel verdient eine differenzierte Betrachtung. Er ist oft ein deutschnationales Ressentiment, kann aber ebenso oft die Vorstufe eines linken Antiimperialismus sein, der sich auch gegen den eigenen Staat richtet. Also er ist oft, aber er ist oft auch. Und damit wird die Einheit des Bewusstseins, der Anspruch auf innere Systematizität und Einheit der Kritik aufgelöst in eine reine Erbsenzählerei. Bei Horst Mahler ist es mal reaktionär, aber bei Jürgen Elsässer ist es zufällig mal progressiv. Und gegen diese Verlotterung ist eben, denke ich, in der Selbstkritik der Linken, die nach dem 11. September nötig ist, ist dieser Anspruch auf Systematizität herzustellen, auch in der Reflexion auf die historischen Versuche, auch von Ernst Bloch, eben dieses zu tun. In diesen ganzen historischen Versuchen ist eben eine, könnte man sagen, eine unmittelbare Einheit von Erkenntnis und Verdrängung dieser Einheit. Und dazu möchte ich noch eine Anmerkung machen, zu dieser unmittelbaren Einheit von Erkenntnis und Verdrängung, von Aufklärung und Ideologisierung. Wenn Ernst Bloch gegen Lukács einwendet, dass aus der Gleichzeitigkeit von Lohnarbeit und Kapital unmöglich ein revolutionärer Funke springen kann, dann hat er damit ja einerseits alles kritisch denunziert, was irgendwie nach proletarischer oder sonstiger Interessenpolitik aussieht. Nach Ernst Bloch kann eine proletarische Interessenpolitik unmöglich einen Anspruch erheben, kommunistische Emanzipation zu befördern.
Das ist allerdings eine Radikalkritik. Gleichwohl kann Bloch selber das nicht auf der Ebene der Marx'schen Reflexion über die Arbeitskraft wirklich schlüssig begründen. Und nun haben wir das Problem, dass dass um den 11. September, der wie ein Blitzlicht diesen Abgrund an Aufklärungsverrat beleuchtet hat, der sich in der Linken so auftut, dass diese Argumentation mit Interessen, mit Absichten, dass die eben auf eine Weise kassiert, dass der ideologische Charakter unmittelbar abzusehen ist. Ich nehme nur mal als willkürliches Beispiel so ein Blättchen des unabhängigen Medienzentrums Indymedia, die ja auch also sehr interessante Diskussionen führen, wie man den Judenhass am besten begründet. Ne? In diesen Blättchen heißt es zum Beispiel: Bei den mit den Rücken zur Wand stehenden Börsenmaklern und Wirtschaftsmanagern liegen die Nerven blank. Der mit größter Mühe aufrechterhaltene Status quo kann aus dem geringsten Anlass aus dem Rahmen fallen. Oder besser formuliert, hätte Bin Laden nicht die Twin Towers flachgelegt, man hätte es initiieren müssen, um zu vermeiden, dass sich die weltweit wachsende Kritik am kapitalistischen System zu einem Massensyndrom auswächst. Also die Frage, warum es jetzt ein Syndrom ist, finde ich auch nett. Ne? Also das ist auch wieder in den Medien. Ne? Es ist wirklich ein Syndrom und, naja, Symptom, egal. Ne? Das ist auch, also dass wir mit Interessen argumentieren und dass wir dem gegenüber, ne, diese klassenlinke Argumentation, diese Reduktion des Marxismus auf eine Interessensoziologie, dass die wir denunzieren und zurückweisen müssen als ein Mechanismus bürgerlicher Ideologie selbst, und dass wir uns dazu mit guten Gründen ganz dogmatisch berufen können auf die Art und Weise, wie Marx im Kapital das Verhältnis von Arbeitsprozess und Verwertungsprozess, das Verhältnis von Maschinerie und lebendiger Arbeitskraft analysiert. Und wenn Marx das analysiert, kommt er eigentlich auch darauf, dass aus dem Verhältnis reiner Gleichzeitigkeit ein revolutionärer Funke unmöglich zu schlagen ist, indem er nämlich als ein Beispiel, um zu illustrieren, was ein kapitalistischer Produktionsprozess ist, nichts anderes anführt als Hegels Analyse des sogenannten Chemismus. Nach Marx ist die bürgerliche Fabrik, die kapitalistische Fabrik, ein Chemismus, wo verschiedene Naturstoffe aufeinander agieren. Ist eine Art, er sagt auch, die Vitalkraft der Arbeitskraft wird als Gärungsstoff dieser Produktion hinzugefügt. Und es gibt viele andere Aussagen, die ich jetzt nicht ausführen kann, weil ich gerade mein Kapital vergessen habe. Aber man wird auf jeden Fall in diesen Kapiteln über die Maschinerie, über die Fabrik, die definitiven Argumente finden gegen eine soziologische Reduktion des Marxismus auf Interessenkunde. Und indem wir die Interessenkunde, die Suche nach dem oft, oft nicht, mal ja, mal nein, ne, dieser Erbsenzahlerei, dieser Reduktion von Bewusstsein auf Demoskopie zurückweisen, haben wir auch eine Chance, uns dieser Evidenz von Vernunftrecht, dieser Evidenz von kategorischem Imperativ aufs Neue anzunähern. Ein letzter Satz vielleicht, der jetzt mit dem Ernst Bloch nichts zu tun hat, obwohl ich finde, dass man nie genug die Geschichte des revolutionären Denkens rekapitulieren muss, um sich der Sache zu vergewissern, ist, dass wir mal untersuchen müssten, und wie es eigentlich möglich gewesen ist, dass diese Linke von 68 in diesen traurigen Zustand oder gar Rechte von heute geraten ist. Wir müssten einmal systematisch, nicht einfach nur politisch denunziatorisch, untersuchen, ob nicht die Karriere eines Horst Mahlers vom Autor des Konzeptes Stadtguerilla und Begründer der Roten Armee-Fraktion zum heutigen Chefideologen der NPD nicht eine innere Logik hat, die zwar nicht von allen vollzogen wird in ihrer äußersten Konsequenz, die aber den transzendentalen Horizont beschreibt, in dem diese interessensoziologische Argumentation überhaupt
stattfindet. Ich will jetzt nicht einen längeren Absatz vorlesen, in dem Horst Mahler den 11. September als Anfang der antikapitalistischen Weltrevolution einschätzt und Ähnliches vorlesen. Wenn wir das Verhältnis von Horst Mahler von 68 zum Horst Mahler von heute untersuchen, dann könnten wir als Linke uns selbst auf die Spur kommen, was in den Denkformen, die wir unbewusst mitschleppen, an politischer Perspektive und an barbarischem Potenzial beschlossen ist. Und dann könnten wir auch rekonstruieren, warum die Reaktionen auf den 11. September so überaus desaströs ausgefallen sind. Brun erläutert die Bedeutung des marxischen kategorischen Imperativ als Grundlage jeder Gesellschaftskritik und grenzt ihn vom kategorischen Imperativ Immanuel Kants ab. Naja, also erstmal ist es halt am Imperativ das Wichtige, dass er eben ein kategorischer ist, ne, und sich dann auch tatsächlich einer jeden weiteren Begründung entzieht. Jeder Versuch, den Imperativ zu begründen, wäre die Auflösung des Imperativs in etwas anderes als ein Imperativ, nämlich in ein theoretisches Feld von diskursiven Verschlingungen. Das Wesentliche ist ja gerade das, ne, dass der Imperativ, so wie Marx ihn versteht, sozusagen die unhinterfragbare Substanz des Moralischen überhaupt ist. Das bedeutet, auf Antisemitismus bezogen, über die Frage, ob Juden auch Menschen sind, diskutieren wir gar nicht erst. Und wir begründen auch nicht, warum wir darüber erst gar nicht diskutieren. Dass wir darüber gar nicht erst reden, das ist die Substanz der an sich selbst gewissen Moralität. Und wenn Marx nun den kategorischen Imperativ in dieser berühmten Passage in der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie derart definiert, alle Verhältnisse umzustürzen, unter denen der Mensch ein entrechtetes, erniedrigtes, verlassenes und geknechtetes Wesen ist, dann ist das eben die Substanz des Moralischen, deren direkter intellektueller Ausdruck die Kritik ist und eben nicht dieses Theoriegesäusel
was Intellektuelle gerne aus Marxismus machen möchten. Und die Darstellungsform dieser Moral in der Form von Kritik ist dann eben notwendigerweise die Polemik als die geistige Erscheinungsform von Krieg. Kritik ist insofern Krieg. Und das ist eben etwas, ne, was die Linken immer irgendwie nicht mögen. Sie versuchen eben, jede Diskussion also in ein Symposium zu verwandeln. Sie versuchen, jede Eindeutigkeit und Bestimmung, wohlgemerkt keine Bestimmung aus willkürlicher dogmatischer Setzung, sondern eine Bestimmung aus der Substanz einer selbstevidenten, elementaren Basalität. Das hat mit dem kantischen Imperativ zu tun und nicht zu tun. Der kantische Imperativ ist ja ein fiktionaler Imperativ für den Bourgeois. Der kantische Imperativ sagt ja, ne, handle in einer Welt von Teufeln immer so, als seist du selber ein Engel. Oder handle so, dass die Gesetze deines Handelns gelten oder der Möglichkeit nach erhoben werden könnten zum allgemeinen Gesetz. Zentraler Ausdruck, handle so, als ob. Und dieses als ob ist die einzige Synthese, die bürgerliche Philosophie herstellen kann zwischen einer privaten Moralität und einer öffentlichen Sittlichkeit. Bei Marx ist der Imperativ nicht, handle so, als ob du gegen die Erniedrigung kämpfen würdest. Die Linken handeln so, als ob sie gegen die Knechtung kämpfen würden. Der Imperativ zielt auf diese Unmittelbarkeit. Und diese Unmittelbarkeit, ohne mich jetzt wiederholen zu wollen, aber diese Unmittelbarkeit einer Moralität, die hat eben ihre historische und theoretische Wurzel in dieser dritten, von den Intellektuellen immer gerne beiseite geschobenen Wurzel des Marxismus, eben dem französischen, deutschen und britischen Früh- und Urkommunismus, aus dem eben der Satz stammt, jedem nach seinem Bedürfnis, jeder nach seiner Fähigkeit, als ein Prinzip oder als der Grundsatz einer kommunistischen Synthesis, die weder begründungsbedürftig ist, noch begründungsfähig ist. Davon ist einfach auszugehen. Oder um es nochmal abzuschließen mit der letzten Wendung, ne? Max Horkheimer, der gerade in seinen Schriften nach 1933 in diesen, also in einer kleinen Sammlung mit dem Titel Dämmerung darauf auch reflektiert hat, der hat gesagt, bürgerliche Kritik am proletarischen Kampf ist vor allem anderen eine logische Unmöglichkeit. Es gibt also zwischen dem kategorischen Imperativ und dem, wogegen er sich richtet, nichts zu diskutieren. Und dieses Nicht-Diskutieren von des kategorischen Imperativs, das ist, denke ich, das, woraus wir schöpfen müssen, wenn wir uns als nicht als Partei organisieren werden, sondern wenn wir uns als selbstregulatives Kollektiv von kommunistischen Kritikern organisieren werden. Daraus zu schöpfen und eine Kritik nicht in eine theoretische Diskussion zu verwandeln. Thank you.
Horst Pankow beschreibt das Verderben des alten Marxismus durch seine Vermischung mit nationalen Anliegen und diagnostiziert, dass der Traditionsmarxismus durch seine Adaptierung eines antisemitischen Antizionismus seinen Wechsel ins Lager der Barbarei vollzieht. Ja, wenn man über den Begriff des Kommunismus sprechen will, fällt sehr schnell auf, dass der innerliche Begriff dieses Phänomens selten konkret benannt worden ist. Es war noch anders bei der ersten, bei dieser dritten Quelle des historischen Materialismus, die Jochen gerade benannt hat, dem sogenannten utopischen, dem vormarxistischen Kommunismus, der sehr konkrete Vorstellungen davon hatte, was denn Kommunismus eigentlich sein könne. Sehr häufig ging es dabei ja um Projekte des Siedelns und des Arbeitens, die häufig sehr starke Ähnlichkeiten mit den alternativen Projekten, wie sie es hier heute inzwischen fast alle gestorben sind, wie sie aber in den 70er und in den 80er Jahren entstanden sind. Das, was dann später als wissenschaftlicher Marxismus auftauchte, was in der Tradition der sogenannten Klassiker von wie Marx und Engels steht, verzichtete ja bewusst und glaube ich auch aus guten Gründen darauf, dem Kommunismus einen konkreten Inhalt zu geben, hatten sich doch die Klassiker in ihrer Auseinandersetzung mit den Frühsozialisten hatten sie doch nachweisen können, dass in deren utopischen Kommunismusvorstellungen doch nur allzu oft einfach nur Verlängerungen des gegenwärtigen bornierten Schaffens und Ackern vorhanden seien, dass darüber hinaus konkrete kommunistische Programme ja auch zu etwas, ist auch nachvollziehbar, so etwas wie Enttäuschung notwendigerweise führen müssten, weil Ideen, die ohne Kritik der Basiskategorien bürgerlichen Wirtschaftens entwickelt sind, notwendigerweise auch die alten Verhältnisse wieder reproduzieren müssen. Insofern blickt der Kommunismus der kommunistischen Internationale, der aus der Sozialdemokratie entstandenen kommunistischen Internationale, notwendigerweise allgemein. Ebenso allgemein blieb auch der ihrer linken Kritiker. Wir erinnern uns an Begriffe klassenlose Gesellschaft, freie Assoziation der Produzenten, Austritt der Menschheit aus der Vorgeschichte in die eigentliche Geschichte oder eben auch der Aufhebung des Zwangs zur Subjektkonstitution. Letzteres allerdings sicherlich keine Hauptströmung des Kommunismus der Vergangenheit. Wolfgang Poort hatte in einem seiner letzten Essay-Sammlungen, in einem Essay am Ende die Überlegung angestellt, ob nicht der Kommunismus, sondern das, was man bislang unter Kommunismus verstehe, durch so eine Verbindung mit dem Nationalen, also der nationalen Frage der Unterstützung des Kampfes um nationale Unabhängigkeit aller möglichen Völker, ob nicht durch diese Verbindung mit dem Nationalen er möglicherweise genauso verrottet, oder verrottet ist falsch, also so verdorben sei, wie ein in den Sand gefallenes Pfund Mehl. Also ein schönes Beispiel irgendwie, ne? Also das in den Sand gefallene Pfund Mehl bleibt natürlich Mehl in seiner Substanz, aber die Vermischung mit dem Sand ist etwas ganz anderes geworden. Es ist nicht mehr zu seiner üblichen Zweckbestimmung fähig. Und interessanterweise ist ja auch alles, was aus der Tradition der kommunistischen Parteien, der traditionskommunistischen Parteien, so nehmen wir diese Hauptströmung, die sich an der Sowjetunion oder an China orientierten, was da übrig geblieben ist, ist die Fixierung auf Demokratie und Nation. Die nationale Frage und das Beharren auf nationale Selbstständigkeit haben sie alle behalten, mit einer Ausnahme interessanterweise, die ich vielleicht später nochmal diskutieren könnte. Die einzig wirklich antinationale, in Anführungszeichen orthodoxe kommunistische Partei ist heute die israelische, die den Staat Israel in Frage stellt und sich also nicht nur für einen Staat Palästina einsetzt, sondern auch ausdrücklich für einen nicht-zionistisches Staatsgebilde da auf dem heutigen Territorium Israels.
Ich möchte einfach die Idee von Port verlängern, kann man vielleicht nicht sagen, erweitern. Also der Kommunismus ist nicht nur verdorben, der alte Kommunismus ist nicht nur verdorben durch seine Berührung mit dem Nationalen, sondern seine Berührung mit dem Antisemitismus, mit dem als Antizionismus, mit dem als Antizionismus auftretenden Antisemitismus macht ihn nicht nur vollends ungenießbar, sondern stellt ihn auch auf die Seite der Barbarei. Denn was wäre die richtige Schlussfolgerung aus dem, was sich unter dem Synonym Auschwitz verbindet, gewesen? Es wäre die historische Erkenntnis gewesen, dass der Zionismus durch den Vernichtungsantisemitismus der Deutschen, der gezeigt hat, was im Antisemitismus grundsätzlich ruht, wozu der Antisemitismus unter ganz bestimmten Vergesellschaftungsbedingungen fähig ist, dass die Schlussfolgerung daraus sein müsste, die sogenannte jüdische Frage, wie man das so nannte, nicht mehr mit der Hoffnung auf Assimilation, so entweder im bürgerlich-demokratischen Sinne oder auf Aufhebung, durch Aufhebung dieser Frage im sozialistischen, revolutionären Sinne zu lösen, sondern vorerst, solange bis es eine klassenlose Gesellschaft dann in dem Sinne gäbe, der das Wort für mich verdiente, ein zionistischer Staat, und das wäre dann Israel, eigentlich notwendig wäre. Das ist eine Erkenntnis, die sich allerdings in der Linken, in der postkommunistischen Linken, in der Linken, die das Erbe der traditionellen kommunistischen Parteien als Reste da angetreten hat, überhaupt nicht vorhanden ist. Große Teile davon betätigen sich ja heute, also in diesen Wochen, zusammen mit palästinensischen Organisationen an Demonstrationen, die unter dem Slogan Palästina muss leben, also in Abwandlung, eigentlich in unbewusster Abwandlung des Slogans Deutschland muss leben, den man auf so manchen sogenannten Kriegergedenksteinen in der Republik findet. Man erinnere sich an linke, durchaus begrüßenswerte Aktivitäten gegen so ein Denkmal in Hamburg, auf dem vermerkt war, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Ich glaube, sogar eine Punkband hat das dann mal umformuliert, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Aber diese Nation muss leben oder so, das ist nun das, was große Teile der Linken zusammen mit Palästinensern führen. Und dort kann man dann auch sehen, bei diesen Aktivitäten kann man dann sehen, dass diese Linke dann zum ersten Mal nun auch einen Zulauf von Leuten bekommt, die sie als kommunistische Linke, wo also der Antizionismus eine größere Strategie neben dem Antiimperialismus mit lauter anderen Sachen eine untergeordnete Kategorie war, niemals hätte bekommen können. Vielleicht manchen von euch wird der Name des Journalisten Ludwig Watzal bekannt sein, ein glühender Zionistenfresser, ein großer Feind Israels, Freund der Palästinenser, der in so unterschiedlichen Blättern wie dem Freitag, wie der Zeit veröffentlicht, der auf Veranstaltungen der DKP, wie der trotzistischen Linksruck, aber auch wie Unterabteilung der FDP bei der deutsch-israelischen Gesellschaft auftritt, aber eben auch auf dem Nationaljournal und anderen rechtsradikalen Websites im Internet veröffentlicht. Man kann also da sehen, wie also dieser linke Antizionismus dann auch so etwas wie ein Scharnier wird, so eine ideologische, so ein Verbindungskit zwischen verschiedenen Lagern, die sich früher eigentlich feindlich gegenüber gestanden hätten. Andere Restlinke behandeln den Antisemitismus, den Antizionismus als ein Phänomen unter lauter unangenehmen Sachen. Manche stellen ihm sogar den Zionismus zur Seite. Denken wir einfach an die Publikationen der Gruppe Gegenstandpunkt, die zwar nichts mit dem palästinensischen Nationalstreben zu tun haben will, aber die Israel also mit Vehemenz und mit einer ungeheuer expressiven Rhetorik dann als Kettenhund des Imperialismus und so etwas bekämpft. Andere wiederum, die sich vielleicht jetzt nicht dieser Rhetorik, dieser Agitations- und Ansprachenrhetorik der ehemaligen MG befleißigen, die also mehr analytisch gehen, für die ist der Antisemitismus rein funktionale Größe, die funktional eben ist für Herrschaftssicherung. Der deutsche Vernichtungsantisemitismus ist dann ein Phänomen, was an eine bestimmte Zeit gebunden war, als der deutsche Faschismus, das Besondere des deutschen Faschismus, das Allgemeine der kapitalistischen Entwicklung repräsentierte. Als das gescheitert war, traten andere Projekte auf den Plan und das, was heute
an Drohungen, an Vernichtung der Palästinenser gegenüber Israel läuft, wird dann unter die Rubrik Dritte Welt, Probleme Dritte Welt, Metropole abgehakt. Pankow verweist darauf, dass es vor dem Nationalsozialismus, vor Auschwitz, noch einen vertretbaren, unschuldigen, ja notwendigen linken Antizionismus gegeben hat. Wenn wir, wie ich das heute machen würde, und über die Begründung könnte man hinterher sicherlich noch ausführlicher diskutieren, den Antizionismus als nicht nur als Ausdruck von Antisemitismus, sondern auch als eine heute mehrere politische Lager einende antijüdische Tendenz begreift, dann sollte man aber auch berücksichtigen, dass der Antizionismus ja nicht immer antisemitisch gewesen ist. Dass es eine Zeit gab, als der Antizionismus durchaus mit fortschrittlichen, demokratischen, sozialistischen, kommunistischen, herrschaftskritischen Impetus auftreten konnte, und das zu Recht. Nämlich zu Zeiten, als noch denkbar war, dass entweder unter demokratisch-republikanischer Entwicklung, unter den Zeichen wirtschaftlicher Prosperität, eine Assimilation, eine Gleichstellung der Juden in den bürgerlich-demokratischen kapitalistischen Ländern möglich war, oder, wenn das nicht mehr gedacht werden konnte, als man noch denken konnte, dass die sogenannte Judenfrage durch die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise grundsätzlich gelöst werden könne, und dass auch da, wo es Schwierigkeiten gäbe, das aufzulösen, beispielsweise im Hitler-Deutschland, nach wie vor diese klassischen metaphysischen Vorantreiber der Geschichte, des historischen Materialismus, also eines anderen als den Weges in unseren Diskussionen meinen, sondern den kanonisierten historischen Materialismus der KI-Tradition, also dass diese Hauptvermittler, die darin vorkommen, also die Geschichte, die geschichtliche Entwicklung, die Klasse als Exekutorin der geschichtlichen Entwicklung, dass dies also dazu führen könnte, den Antisemitismus aufzuheben. Solange war es durchaus möglich, den Antizionismus auch von links und mit einer emanzipatorischen Konnotation zu begreifen, und das zu Recht. Das, was dann Hitler-Deutschland exemplarisch vorexerziert hat, und wodurch es auch, gerade wenn man vom Begriff des Postfaschismus spricht, also nach seiner Zerschlagung noch in ganz wichtigen Punkten seiner Gesellschaftsveränderung und Konstitution weiterwirkt, wo es auch Beispiel und Vorbild für andere Länder, die also ähnlich wie Deutschland in der Vergangenheit, die jetzt vor der Perspektive stehen, eine sogenannte nachholende Entwicklung durchlaufen zu wollen, da kann man nicht mehr davon ausgehen, dass der Antizionismus irgendetwas Emanzipatives noch hätte, sondern er ist direkt Ausdruck dessen, dass man
eigentlich eine volksgemeinschaftliche Barbarei und so etwas anstrebt. Wir haben heute ja diese Verbindung, also palästinensischer Befreiungskampf, EU mit Deutschland an der Spitze, UNO, wo sehr viele Repräsentanten der Länder, die nachholende Entwicklungen vor sich haben, auch wirklich haben wollen, sitzen, die also Palästina, einen Staat Palästina befürworten. Die aber von einer Menge linker und linksliberaler Intellektueller unterstützt werden. Aber niemand stellt sich die Frage, was denn eigentlich ein palästinensischer Staat außer einem antisemitischen Antizionismus, der dann auf Vernichtung Israels aus wäre, als einigende Staatsdoktrin denn eigentlich haben könnte. Denn man kann ja heute also schon in solchen Gesellschaften wie der sich zum Staat formierenden palästinensischen erkennen, dass es dort keinen Ansatz zu einer irgendwie akkumulations- und reproduktionsfähigen Ökonomie gibt, dass die Armut, das Elend der palästinensischen Bevölkerung unter den ideologischen Voraussetzungen, unter denen sie sich als solche formiert hat, notwendigerweise dahin laufen muss, dass Antizionismus dann auch ein eliminatorischer Antizionismus wird. Und man kann es ja nun heute auch schon sehen, wie anhand, also wie vermittelt der Selbstmordattentate eben Juden ohne Ansehen, also ihre politischen, militärischen oder sonstigen Funktionen, ohne Ansehen des ihres Alters oder all dieser Dinge, die sich noch traditionelle terroristische Organisationen als Auswahlvergleichsmaßstäbe ihrer Objekte gesucht haben, das spielt alles keine Rolle mehr, sondern es geht einfach darum, die Juden müssen weg, egal wer sie sind, Hauptsache es sind möglichst viele. Einige der Fragen, die in den Beiträgen von Joachim Bruhn und Horst Pankow angeschnitten wurden, werden auf einer vom Bündnis gegen IG Farben organisierten internationalen Israel-Solidaritätskonferenz weiter diskutiert werden, die vom 10. bis 12. Mai in Berlin stattfinden wird. Die Publikationen der ISF erscheinen im Saira Verlag. Texte von Horst Pankow können in der Zeitschrift Bahamas nachgelesen werden. Die Homepage der ISF findet sich unter www.isf-freiburg.org. Die Adresse der Bahamas lautet www.redaktion-bahamas.org. Café Kritik ist erreichbar unter der E-Mail-Adresse café.kritik@gmx.net, wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.